Die 15-jährige Sarah Steffens lebt mit ihrem Vater Roland, ihrer Stiefmutter Gabi und deren 15-jährigem Sohn Tom seit 7 Jahren in Berlin-Mitte. Zu Gabi und Tom hat die Schülerin ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ihre leibliche Mutter Nina Franken hat Sarah das letzte Mal gesehen, als sie 8 war. Sie kennt sie kaum und weiß nur, dass sie eine 3-jährige Haftstrafe wegen Raubüberfalls verbüßt. Doch plötzlich steht die 39-Jährige vor ihr. Im Gefängnis hatte Nina viel Zeit, über ihre Vergangenheit nachzudenken. Und der Wunsch, ihr Kind wiederzusehen, wurde immer größer. Nun hofft sie, dass Tochter Sarah ihr eine Chance gibt. Mama? Sarah, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, gut, aber was machst du hier? Müsstest du nicht im Gefängnis sein? Ich komme in 2 Wochen raus, günstige Sozialprognose, und dann habe ich Sonderurlaub gekriegt, Freigang sozusagen. Entschuldige, dass ich dich so überfalle. Ja, okay, und was willst du jetzt hier? Im Gefängnis ist mir klar geworden, was für eine Scheiße ich gebaut habe und dass ich dich total im Stich gelassen habe. Und ich möchte dich gerne sehen, ich möchte dir alles erklären, mit dir reden, ein bisschen Zeit mit dir verbringen und einfach in deiner Nähe sein. Ja, aber mach mal ganz ehrlich, du warst die ganzen Jahre nicht für mich da und du kannst dir das einfach nicht vorstellen, wie weh es getan hat, dass du auf einmal weg warst und nichts mehr von dir zu hören. 2 Jahre lang habe ich dir mindestens einen Brief die Woche geschickt. Ich glaube, ich krieg dich richtig. Nina, was willst du hier? Hey. Was willst du hier? Ich möchte Sarah gerne. Du möchtest? Du möchtest gar nichts, du möchtest gehen. Doch, bitte, lass uns in Ruhe. Lass mein Kind in Ruhe. Mit Sarah bitte sprechen. Nein, du hast die Möglichkeit genug gehabt, jahrelang. Aber lass sie doch mal ausreden. Kennst du diese Frau? Ja, sie ist meine Mutter. Ach, wäre sie deine Mutter, hätte sie sich mal gemeldet und du siehst so, dass sie wegkommt. Mann. Lass uns in Ruhe, lass meine Tochter in Ruhe. Hau ab, verschwinde. Schrei nicht so rum, das war peinlich. Ja, die Frau ist peinlich. Sie ist unfassbar. Da taucht meine Ex-Alte hier auf nach all den Jahren, ja, und schleimt sich bei meiner Tochter ein. Sag mal, geht's noch? Die hat uns all die Jahre genug verletzt. Sie war für niemanden da, nicht mal für meine Tochter. Und wenn sie jetzt anfängt, sich hier irgendwo einzuschleimen, wird ihr blaues Wunder erleben. Nach der Scheidung von Nina hat der Elektriker das alleinige Sorgerecht für seine Tochter bekommen und seine neue Frau Gabi wurde ein liebevoller Mutterersatz für die 15-Jährige. Trotzdem hat Sarah ihre leibliche Mutter nie vergessen. Sehr zum Unwillen von Vater Roland. Sarah, alles okay mit dir? Ja, es geht schon, ist schon okay. Ja. Sag mal, Sarah, was wollte Nina von dir? Keine Ahnung, sie wollte halt mit mir reden und mich sehen. Was heißt reden? Papa, ganz ehrlich, dass du mich da aus dem Gespräch rausgezogen hast, nee, das stopp, war so beschissen stopp. Von dir. Jetzt rede ich. Ich will nicht, dass du dich mit ihr unterhältst. Ich will auch nicht, dass du sie wieder siehst. Haben wir uns da verstanden? Ja? Die Frau erzählt nur Müll. Papa, du hältst dich fern von ihr. Nee, ich kann das selber entscheiden. Außerdem hat sie mir irgendwas wegen Briefen erzählt. Wisst ihr was darüber? Ja. Was ja? Habt ihr die etwa von mir verheimlicht oder was? Wie asozial ist das denn? Was willst du denn mit diesen Briefen, verdammt nochmal? Die hat doch nur Scheiße erzählt all die ganzen Jahre. Was glaubst du, was sie dir schreibt? Ja, keine Ahnung. Ich habe trotzdem ein Recht darauf, die Briefe zu sehen. Okay, ich hole sie dir. Wenn das dein inniger Wille ist. Oh, dein Papa hat es doch nur gut gemeint. Dann möchte ich vor der Frau nur beschützen, glaub mir. Ja, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Ich kann es selber entscheiden. Ja, und du kennst die Frau noch gar nicht. Jeder kann sich ändern. Und vielleicht hat sie in den paar Jahren... Ändern? Du kennst diese Frau gar nicht. Weißt du, was sie für eine kriminelle Vergangenheit hinter sich hat? Du warst viel zu jung, um das zu verstehen. Ja, sie hat Raubüberfälle begangen, Leute überfallen, ausgeraubt. Was willst du von dieser Frau? Ja, keine Ahnung. Ich hätte halt gerne mit ihr geredet. Aber du kommst ja aus der Tür raus und ziehst mich wie so ein wildgewordener Pitbull da raus. Ich muss dich beschützen, ich muss dich fernhalten von dieser Person. Was willst du mit ihr reden? Da gibt es nicht zu reden. Sarah, sie ist kein guter Umgang für dich. Ja, ganz ehrlich, ihr habt doch allen Knall. Ihr tut so, als hätte sie weiß ich wie viele Menschen getötet. Das hat sie aber nicht. Ich weiß nicht, was sie sich alle einbilden. Wenn ich meine Mutter sehen will, dann will ich sie nun mal sehen. Ende. Die 10th-Klässlerin hat die Briefe ihrer Mutter gelesen, die sie während ihrer 3-jährigen Haftstrafe geschrieben hat, und ist erschüttert. Denn zum ersten Mal erfährt Sarah, dass sie ihrer Mama doch nicht egal ist. Sie will unbedingt mit ihr reden. Deshalb schwänzt sie am nächsten Tag die Schule und besucht Nina im Gefängnis. Frag mich alles, was du willst. Ich werde dir alles ehrlich beantworten, alles erzählen.
Ja, also Papa hat halt zugegeben, dass er die Briefe, die du mir geschrieben hast, abgefangen hat, weil er mich angeblich beschützen wollte. Aber ich habe sie jetzt doch gelesen gestern und ich möchte halt die ganze Wahrheit wissen, warum du mich damals im Stich gelassen hast. Ich war jung, ich war eine Rebellin, ich wollte raus aus diesem Spießerleben. Da habe ich einen anderen Mann kennengelernt, habe deinen Vater betrogen und bin irgendwie ruckzuck auf die schiefe Bahn geraten. Ja, und was war mit mir? War ich dir egal? Hast du mich nicht mehr geliebt? Nein, sicher, natürlich warst du mir nicht egal, auf gar keinen Fall. Ich habe dich nur irgendwie immer zu Roland abgeschoben. Das Abenteuer war mir irgendwie viel wichtiger. Und er hat dann irgendwann das alleinige Sorgerecht beantragt. Und das war auch richtig in dem Moment. Ich bin nicht gut für dich gewesen, wirklich nicht. Es sind bei mir Leute ein- und ausgegangen, Verbrecher, Kriminelle haben bei mir gewohnt teilweise sogar. Und eigentlich war das Gefängnis meine letzte Rettung. Erst durch die harten Jahre hier ist mir einiges klar geworden. Mir ist erst mal klar geworden, was ich für eine Scheiße gebaut habe und wie sehr ich dir wehgetan haben muss. Du bist doch eigentlich das Einzige, was ich habe. Und lass uns das einfach versuchen. Ich werde dich auch nicht wieder alleine lassen. Wirst du das dann schaffen und auch wirklich nie wieder aus meinem Leben verschwinden? Auf jeden Fall. Ich werde nicht wieder verschwinden. Ich habe einen Bewährungshelfer und ich habe letztens im Supermarkt einen total netten Typen kennengelernt. Und mit dem kann ich mir schon vorstellen, ein neues Leben aufzubauen und den ganzen alten Scheiß hinter mir zu lassen. Ich will mit meinem alten Leben gar nichts mehr zu tun haben. Und ich denke, mit dem könnte das klappen. Okay. Ja, es freut mich natürlich für dich, wenn du jemand Neues kennengelernt hast. Ich glaube, dass meine Mama sich im Gefängnis verändert hat. Und sie ist einfach nicht so, wie alle denken. Und ich bin auch der Meinung, dass sie mich lieb hat. Zu Hause wundern sich inzwischen Gabi und Roland, wo ihre Tochter bleibt. Sie ahnen nicht, dass es Sarah schwerfiel, sich von ihrer leiblichen Mutter wieder zu lösen. Hey, tut mir leid, dass ich unseren Shopping-Tag vergessen habe. Ja, schade. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Du hattest dein Handy aus, ich habe dich nicht erreicht. Du wolltest dein neues Kleid kaufen. Ja, es tut mir auch wirklich leid, aber vielleicht können wir es ja nachholen. Sag mal, willst du uns mal sagen, wo du warst? Ja, ich habe mich mit Linda noch ein bisschen verquatscht. Mit Linda? Okay. Warum liegst du uns jetzt an? Ja, zufälligerweise hat deine Freundin Linda angerufen, um sich zu erkundigen, wie es dir geht, weil du heute auch gar nicht in der Schule warst. Kann es sein, dass du dich zufälligerweise mit Nina getroffen hast? Ja, und wenn's so ist, na und? Hey, das hat Konsequenzen. Ich habe ihr tausendmal gesagt, sie soll dich in Ruhe lassen. Dass die das nicht kapiert, ey. Ja, Papa, es war aber nicht ihre Idee, sondern meine. Sie hat sich nun mal verändert. Sie hat mit mir über alles geredet und hat mir auch erzählt, was sie für Scheiße gebaut hat. Sie ist nun mal jetzt ehrlich geworden. Sag mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Was ist sie geworden? Mega ehrlich? Wie lange kennst du sie denn, um das beurteilen zu können? Du weißt gar nichts, du hast keine Ahnung, nichts. Ja, nee, Papa, du hast keine Ahnung. Du gibst ihr ja nicht mal die Chance, dass du siehst, dass sie sich verbessert hat. Sie ist ein besserer Mensch geworden. Ich weiß, was sie für Scheiße gebaut hat. Sie hat mir alles erzählt. So, komm, jetzt beruhigen wir uns mal ein bisschen wieder. Sarah, wir haben nicht nur lieb, wir machen uns Sorgen. Verstehst du das nicht? Nee, weil ich habe auf eure Scheiß Sorgen keine Lust mehr. Sag mal, Fräulein, meinst du nicht auch, dass es langsam mal an der Zeit wird, deine Zunge zu zügeln? Wie sprichst du mit uns? Seitdem du Kontakt hast mit deiner Mutter, drehst du hier völlig durch. Du wirst in Zukunft keinen Kontakt mehr haben zu ihr. Anscheinend tut ihr auch nicht gut. Du kannst es mir nicht verbieten. Wenn ich Kontakt mit meiner Mutter haben will, dann hab ich den auch. Tschüss. Am nächsten Tag macht der Vater ernst. Aus Angst um Sarah will er den Kontakt zur kriminellen Nina um jeden Preis verhindern und meldet seine Tochter in der Schule krank. Doch dann kommt ein Brief vom Jugendamt. Die versucht, du würdest so stoppen für meine Tochter. Das kriegt sie doch nicht, das kann sie gleich vergessen. Dann werde ich auf jeden Fall mit einem Anwalt prüfen lassen, ob man da irgendwie rechtliche Maßnahmen an die Frau einleiten kann. Ja. Die merkt doch nicht mehr. Papa, ist es dein Ernst jetzt?
Willst du mich eigentlich verarschen? Du kannst mich nicht mein Leben lang in meinem Zimmer einsperren und von der Schule runternehmen, nur damit ich keinen Kontakt zu meiner Mutter habe. Der Brief beweist doch, dass sie es ernst meint. Ja. Sarah, aus den wenigen Momenten, wo du Nina gesehen hast, kannst du nicht beurteilen, was für ein Mensch sie ist. Ganz ehrlich, halt einfach die Klappe. Ey, Fräulein, zügel dich ein bisschen, okay? Du bist nicht meine richtige Mutter. Bitte? Ich war die ganzen letzten 7 Jahre für dich da, nicht deine Knasttante. Pass auf, wir sind deine Eltern, ja? Und wenn ich sage, du wirst die Frau nicht mehr wiedersehen, wirst du diese Frau nicht mehr wiedersehen. Damit das hier verdammt mal klar ist. Seit Ninas Auftauchen vor 2 Tagen ist die Familie in 2 Lager gespalten und die Stimmung nur noch gereizt. Dem harmoniebedürftigen Tom ziehen die ewigen Streitereien den Boden unter den Füßen weg. Und dieses Knastthema zeigt mir so zum Hals heraus. Halt doch einfach deine Klappe. Nach deiner Meinung hat dich keiner gefragt. Wie redest du überhaupt über meine Mutter? Du fängst dir gleich einen Mann. Bis hier noch nie weiter, das reicht jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Ich will hier keine weiteren Beleidigungen mehr hören. Und ich will auch nichts mehr von deiner lieben Mutter hören. Damit wir uns verstanden haben, ja? Mir reicht's. Wieso können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich will doch einfach nur meine Mutter kennenlernen. Und dazu habe ich doch schließlich auch ein gutes Recht. Am nächsten Tag bringt Roland seine Tochter wieder in die Schule. Doch Sarah will um ihr Recht kämpfen, ihre leibliche Mutter sehen zu dürfen. Verzweifelt sucht sie Anwältin Silvia Beutler-Kovas auf, die Familie Steffen seit 8 Jahren vertritt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll, weil meine Mama hat auch schon beim Jugendamt hat sie auch schon einen Brief geschrieben, dass sie mich halt sehen möchte. Aber mein Vater ist so dagegen, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen. Okay, pass auf. Erstmal, dein Vater kann den Umgang nicht so ohne weiteres verbieten. Ja, das geht nicht. Also grundsätzlich steht der dir und deiner Mutter zu. Das Problem ist nur, ich kann dich direkt nicht als Anwältin vertreten, weil du noch minderjährig bist. Das heißt, du kannst mich nicht beauftragen, weil da ja auch Kosten mit verbunden sind und solche Rechtsgeschäfte dürfen Minderjährige noch nicht tätigen. Aber du hast gesagt, Mama war schon beim Jugendamt. Das heißt, euer Fall ist da schon bekannt. Geh doch einfach mal zum Jugendamt und rede mit dem zuständigen Mitarbeiter. Vielleicht kann der dir ja noch helfen. Ja, aber der Terror zu Hause geht ja trotzdem weiter, weil mein Vater mir das verbietet und ich meine Mutter unbedingt sehen will. Okay, pass auf, ich kenne deinen Vater schon ein bisschen länger. Ich gehe einfach mal zu dem hin, rede mit ihm und guck mal, ob ich das irgendwie bewerkstelligen kann, ihn überzeugen kann, dass er den Kontakt zulässt. Wollen wir das so machen? Ja. Ja? Okay. Okay, Sarah, alles klar. Ein Sorgerechtsentzug kommt nur dann in Betracht, wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich ist, was hier vorliegend der Fall war. Sorgerecht und Umgangsrecht sind aber 2 völlig verschiedene Dinge. Und das Umgangsrecht kann jederzeit von der Kindesmutter beantragt werden. Ich werde über diese Angelegenheit mit dem Herrn Steffens reden und hoffe, dass wir eine Lösung finden, die in Sarahs Interesse liegt. Gleich am nächsten Tag stattet Silvia Beutler-Krovas Gabi und Roland Steffens einen Besuch ab. Die Anwältin will erreichen, dass der Vater den Kontakt zwischen Tochter und leiblicher Mutter zulässt und hofft auf eine friedliche Einigung. Wir brauchen einen Besuch, was gibt's denn? Ja, die Sarah, die war gestern bei mir im Büro und die hat mir erzählt, dass ihre leibliche Mutter demnächst aus dem Gefängnis entlassen wird und dass die den Wunsch geäußert hat, die Sarah künftig häufiger zu sehen. Ja, aber tut mir leid, das Thema ist für mich durch. Es ist so breit getreten, ich will davon nichts mehr. Also ich halte es wirklich nicht für ratsam, Sarah jetzt komplett den Kontakt zu ihrer Mutter zu verbieten. Außerdem können Menschen sich doch auch ändern, die im Gefängnis gewesen sind. Ja, aber noch bin ich erziehungsberechtigt, alleine erziehungsberechtigt und meine Tochter ist minderjährig. Und ich weiß sehr wohl, was für mein Kind gut ist und was nicht. Und der Umgang mit ihrer Mutter gehört definitiv nicht dazu. Und mein Kind wird es irgendwann mal einsehen, warum ich so gehandelt habe. Also gut, Sie können natürlich versuchen, einen Umgangsausschluss durchzusetzen. Aber ich sage Ihnen gleich, da haben Sie schlechte Karten vor Gericht. Und Sarah ist nicht mehr klein. Sarah kann selber schon ihren Willen äußern. Und möchten Sie, dass sie sich heimlich mit ihrer Mutter trifft, hinter ihrem Rücken? Das wäre doch auch blöde. Und wenn wir wirklich ein gerichtliches Verfahren irgendwann hätten, würde Sarah aussagen vor Gericht. Und wenn sie dann sagt, sie möchte ihre Mutter sehen, dann fallen Sie völlig hinten runter mit Ihrem Antrag. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir uns zusammensetzen. Nicht in meinem Büro, sondern an einem völlig neutralen Ort und gucken, dass wir vielleicht eine Lösung finden, mit der alle leben können. Okay. Na sehen Sie. Ja, dann, ich halte das für eine gute Entscheidung. Dann, ja. Danke, Papa. Ach, Sarah. Sag mal, musst du deine Ohren überall haben? Ja. Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, du sollst den lauschen, aber bei deinem Dickschädel habe ich ja keine andere Wahl. Aber wenn ihr euch dann hinsetzt zum Familiengespräch, möchte ich doch bitte dabei sein. Ich gehöre schließlich dazu. Ja, nee, das ist blöd, weil es geht ja nur unsere Familie was an. Hör mal zu. Gabi ist und bleibt ein Teil der Familie. Daran wird sich auch nie was ändern, ja? Sie ist unsere Familie. Ja? Pass auf.
ist vielleicht besser so wirklich, wenn wir uns erstmal nur zu dritt treffen. Sprich wirklich nur ihre Mutter, sie und ich. Also ganz ehrlich, bin ich davon überzeugt, dass das so eine tolle Idee ist, was wir da machen. Also mal ich ehrlich gesagt echt Schiss um meine Tochter habe. Ja, was soll denn Sarah von ihrer Mutter lernen? Die hat da nur im Knast gesessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich geändert hat. Unter Gleichgesinnten, was soll man denn da lernen? Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so far. Seiner Tochter zuliebe sind Roland, Sarah und Anwältin Silvia Beutler-Kovas zwei Tage später mit der leiblichen Mutter verabredet. Nina kommt 20 Minuten zu spät. Das macht ihren Ex-Mann noch skeptischer, ob das Treffen wirklich so eine gute Idee ist. Der Bus war zu spät. Verzeihung. Hallo. Wir entspannen uns jetzt alle. Ja? Wir sind hier, weil wir was Positives erreichen möchten. Nämlich eine Lösung finden, wie Mutter und Tochter Umgang haben können. Und ich bin ganz zuversichtlich und hoffe, dass wir das hier heute hinkriegen. Ja, naja. Ich weiß eigentlich auch nicht so recht, warum ich hier bin. Weil ehrlich gesagt, ist mir nicht völlig egal, ob du da bist oder nicht da bist. Du kannst doch meinetwegen gleich wieder daher gehen, wo du herkommst. Herr Steffens, mit dieser Einstellung komme ich nicht. Schon gut. Wahrscheinlich würde ich genauso reagieren. Es ist Roland, es tut mir leid. Ich war asozial und egoistisch. Ich möchte nur ein bisschen Zeit mit Sarah verbringen. Sag mal, was ich nicht kapiere. Ja, woher kommt dieser Sinneswandel? Was willst du von ihr? Was willst du von meiner Tochter? Du hast dich jahrelang einen Scheißdreck um sie gekümmert. Nein! Doch, sie nein, bitte ruhig, nein. Lassen Sie mich doch mal erzählen. Jahrelang hast du dich einen Scheißdreck um das Kind gekümmert. Dir war es egal, wie es ihr geht und wie sie geht. Ist mir egal gewesen. Ja, warum hast du nie was von ihr hören lassen? Was willst du denn jetzt von ihr? Jetzt bist du hier nach all den Jahren und tust deine Mutter? Ich kapiere das nicht. Geht nicht in Sie mal ein bisschen ruhig, bitte. Doch, wir wollen versuchen, eine Lösung zu finden. Brauchen Sie sich Vorwürfe machen? Hör mal auf, ich möchte sie einfach in meiner Nähe wissen, einfach ein bisschen Zeit mit ihr zusammen verbringen. Roland, du musst mir einfach glauben, dass ich mich verändert habe. Du kannst den Anstaltsleiter fragen, du kannst die Beamten im Gefängnis fragen. Von mir aus fragt die Staatsanwaltschaft. Mann, aus mir ist ein neuer Mensch geworden, wirklich. Du musst mir einfach bitte, bitte eine Chance geben, Mann. Bitte, Papa. Dass ich dir einfach zeigen kann, dass ich mich verändert habe. Also ich verstehe Ihre Bedenken durchaus, Herr Steffens. Ich finde jetzt Ihr Verhalten ein bisschen unangemessen hier gerade, weil ich finde, dass Sie sehr aggressiv sind und das passt jetzt einfach nicht in diese Runde. Aber sei es drum, wenn Sie wirklich solche argen Bedenken haben, dann könnten wir einen begleiteten Umgang installieren. Das läuft über das Jugendamt, findet in den Räumen des Jugendamtes statt, unter Aufsicht eines Mitarbeiters des Jugendamtes, ist relativ kompliziert, dauert relativ lange, bis man sowas installieren kann und kostet Geld. Wenn aber alle damit einverstanden sind, dann könnten wir das doch vielleicht so machen, um Ihren ganzen Bedenken hier auch mal Rechnung zu tragen, dass Sie diesen Umgang begleiten. Das heißt, Sie überwachen, ob Frau Franken die Termine pünktlich und regelmäßig wahrnimmt. Wenn der Umgang stattfindet, sind Sie dabei, Sie halten sich ein bisschen im Hintergrund und können eben beobachten, wie gehen die beiden miteinander um. Klappt das oder müssen Sie sich irgendwelche Sorgen machen? Ja. Bitte, Papa. Komm schon. Ich finde das eine super Idee. Das ist okay. Danke. Na, sehen Sie. Roland wurde von seiner Ex-Frau zu oft enttäuscht und traut ihr noch nicht. Jetzt haben wir hier drin erstmal erreicht, dass Mutter und Tochter sich wieder sehen können. Das ist für die Entwicklung des Mädchens bestimmt sehr wichtig. Und solange Frau Franken keine Gründe dafür liefert, dass der Umgang ausgeschlossen wird, wäre ihrem entsprechenden Antrag vor Gericht sowieso mit ziemlicher Sicherheit stattgegeben worden. Aber was Gutes wird passieren, und wenn's Gutes bleibt bei dir, ihr Liebe. In den nächsten drei Wochen treffen sich Sarah und ihre Mutter Nina wie geplant in Begleitung von Roland, der die neue Nina dabei besser kennenlernt. Er merkt, dass sich seine Ex-Frau tatsächlich geändert hat. Aber plötzlich steht sie unangemeldet vor der Tür. Hi. Hey, was machst du denn hier? Sarah, ich habe ein ganz dickes Problem. Ich wollte heute meine neue Wohnung ziehen. Die sind noch nicht fertig mit dem Renovieren. Sven und ich kennen uns noch nicht so lange, da möchte ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt wohnen. Außerdem wohnt er in so einer Männer-WG. Ja. Meinst du, dass ich vielleicht hier schlafen könnte? Klar, bestimmt. Warum nicht? Hey, was gibt es denn? Ja, und zwar, die Wohnung von Mama ist noch nicht fertig. Und da hatten wir die gute Idee, dass sie einfach hier wohnt für eine Woche. Ja? Nee, das geht nicht. Gar nicht. Warum denn nicht? Wir haben doch genug Platz. Und guck mal, wenn wir beide auch mehr zusammen sind, dann siehst du auch, dass sie sich verbessert hat und dass sie wirklich was an sich geändert hat. Und es ist doch auch viel besser, als dass wir uns in irgendeinem blöden Café oder so treffen.
Ich weiß, ich bringe mich in eine total blöde Situation damit, aber ich würde doch mich fragen, wenn ich was anderes wüsste, wenn ich irgendeine andere Idee hätte. Ich meine, ein paar Tage, eine Woche und ich bin wieder weg. Ein paar Tage oder eine Woche? Bitte, Papa. Maximal eine Woche. Sobald meine Wohnung fertig renoviert ist. Eine Woche, maximal. Danke. Ja. Oh, danke. Ich finde es so cool, dass Mama jetzt bei uns wohnt. Ich kann jetzt immer quatschen mit Mama, wann ich will. Und Papa wird sehen, dass sich Mama geändert hat und nicht mehr kriminell ist. Was ist jetzt nicht dein Ernst? Du musst mich doch vorher fragen, bevor du die hier einlädst. Ja, Mann, was soll ich denn machen? Wo soll sie denn hin? Ist doch nur eine Woche. Dann soll sie irgendwo in eine Pension gehen oder in eine Einrichtung oder zu ihrem Freund. Aber nicht hierher bei uns. Ich verstehe, was du meinst. Aber hast du die Augen gesehen von Sarah? Mann, die scheint sich wirklich geändert zu haben. Die hat sich nicht geändert. Komm, vergiss es. Brauchst du mir nicht erzählen. Mann, mach dir doch keine Gedanken mit. Kann mir jemand mit Ninas Sachen helfen? Die sind schwer. Glücklich, ihre Mama ganz in der Nähe zu haben, räumt Sarah ihr Zimmer und zieht bei Tom ein. Der 15-Jährige mag zwar seine Stiefschwester, aber nicht als Zimmergenossin. Noch schlimmer ist es für ihn, dass er jetzt mit der kriminellen Nina unter einem Dach wohnt. Wer weiß, was ihr für Typen anschaut, irgendwelche Massenmörder oder sowas. Und du, wenn du hier irgendwas klaust, ich ruf sofort die Bullen. Ab in den Knast mit dir, das sag ich nur. Tom, ich möchte sowas nicht hören. Beruhig dich. Nimmst du die Wally jetzt auch noch in Schutz? Nein. Ja? Du hast doch genauso keinen Bock drauf, oder? Lass mich in Ruhe. Ja, Nina, tut mir leid. Ja, ist schwer für ihn. Ich verstehe das ja auch, Mann. Jetzt muss er bei seiner Schwester schlafen, sich das Zimmer teilen. Mhm. Ich wollte euch keine Umstände machen, entschuldigt. Was schon. Aber trotzdem vielen Dank nochmal, dass ich überhaupt bei euch schlafen darf. Ja. Ja, ich freue mich auch so, dass wir jetzt alle unter einem Dach wohnen. Schön. Weil jetzt können wir auch immer quatschen, wann wir wollen. Sag mal, was hältst du heute von Chicken Curry? Nee, nicht so die gute Idee. Ich bin seit heute Vegetarierin geworden. So wie Mama. Sie ist im Gefängnis auch Vegetarierin geworden. Na gut, dann kann ich ja vegetarisch machen, ist kein Problem. Das war immer dein Lieblingsessen. Ja. Okay. Alles dreht sich nur um Nina. Dass Tom die nicht leiden kann, diese blöde Kuh, das kann ich verstehen. Aber diese Affenliebe von Sarah zu ihrer Mutter, das kotzt mich so an.